Ja, hallo, hallo. Ja, hallo, hallo. Die Universität von Dubrovnik. Endlich hier. Hallo. Endlich hier. Wo ist die Konferenz? Wo? Learn from art. Nothing. It's a song from a beatnik. Nothing. Was Sie mitbekommen können von dieser Lecture Performance ist so ein Zwitter zwischen Kunst und Lehren. Was Sie mitbekommen können, ist sicher, dass Sie vielleicht mitbekommen können, dass Sie dann auch sagen, so wie der hier, wie dieses Individuum, so werde ich es nicht machen können. Aber wenn er das so machen kann, dann kann ich es auch gut machen und vielleicht noch ganz anders und kann aus meiner Individualität auch etwas rausholen, was man bisher noch nicht gesehen hat. Welcome to this lecture performance. The lecture performance might inspire you to do things. You might even imagine yourself doing the same things or imagine yourself not being able to do the same thing. But as a lecture performance, you might also have the opportunity to consider yourself doing something that is different, yet you. Oh, very good. Ich könnte es so nicht. I find the right person. Kairos, ich rufe dich an, den Ort, die Zeitdimension. Kairos, wir brauchen dich. Wir brauchen die Zusammenhänge, damit wir ein Ereignis schaffen können. Kairos, I'm calling you. The time, the space, the situation. I need you. Give us a place to be and to learn. Wir stehen hier, diese Zeichnung habe ich gemacht, in ganz anderen Zusammenhang. Wir stehen hier und es passt ganz gut zu der Landschaft hier. Und wir stehen immer auf einem Fundament, das wir nicht sehen. Ich stelle meistens Menschen als Tiere dar. Dann sind sie besser dargestellt. This is a picture I made for a completely different opportunity, but it actually fits here. So, we are always standing on top of something. And the foundation we can't see, we don't know where it ends. And I always usually draw human beings as animals. Kairos. Das erste ist die Stadt. Die Stadtstaaten. Die Erinnerung an den griechischen Stadtstaaten. Und Ragusa war auch ein großer Stadtstaat einmal. An die Stadtstaaten, an die Agora erinnern wir uns, an den Aufruf von Platon, junge Männer, damals waren nur die jungen Männer angesprochen, ihr hattet eure Geliebten, wendet euch an die Öffentlichkeit, geht hinaus und Happy Melea, Heiaton, sorgt um euch selbst und damit sorgt euch um die anderen. In remembrance of times past, of the city-states of ancient times, of the city-states of Italy, city-states of Greece, and of Ragusa, the old renowned republic of Dubrovnik. Remember the agora, the place where young men would meet, go out and do something, be creative. Yeah. Dieser Kairos hat ja eine große Erinnerung auch, die er mitschleppt. Und wir haben ihn hier dargestellt. Die Zeichnung habe ich von einer kleinen Zeichnung jetzt vergrößert für euch.
Und als ich hier war, habe ich gedacht, wer ist denn das? Und dann habe ich die großen Schiffe gesehen und dachte mir, eigentlich ist das nicht mehr das Bild von vom Leviathan. Ursprünglich wollte ich das als den Leviathan darstellen, aber dieser Leviathan, den habe ich gestern gesehen mit den Schiffen, die hier immer ankommen. I once drew this from a very small miniature and I imagined it would be a Leviathan. And I was looking when I came here for the Leviathan. And I saw a Leviathan yesterday. I saw the ships, the cruise ships. And this does not resemble a Leviathan. So I was looking, who is it? Where is it? The Kairos. The second, der Kairos, ich rufe auf eine die Erinnerung an eine Glaubensrichtung, die hier in der Gegend gewirkt hat, die in Serbien gewirkt hat, die aus Bulgarien gekommen ist, die in Bosnien gewirkt hat und von denen auch Vertreter hier in dieser Stadt waren, so wird erzählt, die mediative Fähigkeiten hatten, genannt die Bogomilen. Kairos, the place here in Dubrovnik, it's a wonderful place, and they were, in times past, people from the east were coming here, they had very specific capacities that nobody else had. They were called the Bogomilen. Die Bogomilen waren, sind als Heretiker angesehen worden. Sie waren einmal Ikonoklasten, ein Bereich der die Ikonodulen und die Ikonoklasten und die Ikonoblasten, die waren Gegner. Sie waren Ikonoklasten insofern, weil sie nicht anerkannt haben, das Bild des Kaisers, das jetzt in die Gegend gebracht worden ist und er dadurch anwesend war und er seine Macht in jedem Ort zeigen konnte. The Bogomites were considered heretics. Heretics being non-true believers. They were in some way iconoclasts. Iconoclasts meaning to destroy images. And they did not believe in the image of the emperor being shown around. He was not divine in itself. Sie waren sozusagen eine frühe Gruppe wie die Waldenser und wie die ganzen Heretiker in der Zeit geheißen und in Frankreich und überall vertreten waren. Wir wissen sozusagen über sie nur etwas von ihren Gegnern. Die haben dann aufgeschrieben und haben sie als Satanisten auch bezeichnet, unter anderem. We know from the Bogomites not very much. And what we know about them is known by, was handed down through history by their enemies. Very similar to the Waldensians and other heretical movements in the 11th, 12th and 13th century across Europe. They were even considered Satanists by some. Ich habe eine ganze Reihe von Bildern gemacht, die heißen Kirchenbilder, und ich habe hier eine Skizze mitgebracht. Diese Bilder, die sind große Ölbilder, wo in Kirchen, gotischen oder in romanischen Kirchen, wo haben wir dich denn in gotischen oder romanischen Kirchen, Tiere sind, Hirsche, Zebras, Elche auch. Und was die Bogomilen hatten, waren Ikonoklasten in Bezug auf den Staat, aber selber hatten sie eine Bildtradition, die sehr tief gegangen ist und die Naturreligionen ins Christentum rein einbezogen haben. This is a Skizze from my work, and I have a tradition, or I have drawn quite a lot of images from churches on churches, in the Kirchenbilder, images in churches. And it's both in the Romanian tradition and in the Gothic tradition, you see high arches here. And it's interesting with the Bogomites, because Bogomites were iconoclasts, so destroyer of images, in regard to the state, the emperor, but not in regard to animals. Animals, they actually had a lively tradition, they had a huge repertoire of images, and
this is why the bulk mites are considered transporters or devices that transported natural religion or religion of nature into the Christianity. The Celtic and the German, die Kelten und die Germanen. Und in der ganzen Gegend weiß man von ihnen deshalb, weil es wunderbare Steine gibt, wo diese Motive eingeritzt sind, in einer ähnlichen Tradition kunstgeschichtlich wie die Lombardei und so weiter. Ich gehe jetzt da nicht jetzt weiter drauf ein. Das Wichtige dabei ist, dass sie zum Beispiel Christus dargestellt haben als einen Hirsch. Sie haben aus dem Germanischen und aus dem Keltischen den Hirschen übernommen als eine Christusdarstellung. Hirsch weiß ich nicht auf Englisch. Wer weiß Deer. Hirsch? Deer. So, I'm not going into the longer history here. The Bogomites had a wonderful tradition, and you can see the images that are being hammered into stones and art results of artwork back in the time. But I am interested in the deer, because for the Bogomites, the deer was the image of imagined Christ as a deer. Und jetzt ist die Frage, was hat das mit Systemtheorie zu tun? And it's a question, what the heck does that have to do with system theory? Es ist nicht schwer, wer sich mit der Natur auskennt, den Zusammenhang herstellen zu können, da das Wissen über die Natur in dieser Zeit, wir sind jetzt im 8. bis 15. Jahrhundert, in dieser Zeit noch nicht auf Biologie beruht hat, sondern auf die Erfahrung die Natur, direkte Naturerfahrung. Und was ist ein Hirsch? Was sind diese Barhufer? Ich habe hier nicht Hirsche, da sind Rehe drin. Was sind die? Was passiert da? Was geht da vor? Einen bestimmten Teil der Zeit des Jahres wird der ganze Blutkreislauf mit allen Mineralien, mit allem in den Kopf, geht in den Kopf hinein. Das heißt, es durchblutet, dann gibt es die Rosette. Auf dieser Rosette baut sich dann eine Art Kambium auf. Und das ist ganz stark durchblutet und alles, was normalerweise es braucht, normalerweise im Körper Knochen aufzubauen, Muskeln aufzubauen, Sehnen aufzubauen, alle Stoffwechselelemente sind dafür da, dieses harte Eiweiß, das dann als Knochen da ist, aufzubauen. In der Zeit ist der Hirsch eigentlich sehr gefährdet, ganz gefährdet. So gefährdet, dass wenn er da anstoßt, dann könnte er verbluten und daran zugrunde gehen, weil das ist so stark durchblutet und wenn das Kambium angerissen wird, okay. Was ist das Geweih? Haben sie Menschen gefragt, wie sie sich gefragt haben, wieso ist dieser Pfau so schön? Wieso gibt es so viele Erscheinungen in der Natur, die wir mit Zwecken nicht erklären können? Okay. So, the deer. Why the deer? The deer is actually a fascinating story. Back in the time, we weren't so keen on biology and very strong analysis approaches in the natural sciences. So it was a world of direct natural experience. And it has to do with system theory. We're back in the 8th to the 15th century. And the deer, at certain times in the year, it's mating time. And mating time changes everything in the body of the deer. So all the products it has that it produces to sustain its autopoiesis, its own existence, it actually moves to the head and to the horns. And it goes up there. And the fascinating part is actually at that point in time, when the mating ritual is on its highest level, the deer is in grave danger. Because a small hit, if it would hit its head, it would actually be in danger of dying. Everything is concentrated on the head and on the horns. Und jetzt sind wir eigentlich bei der Systemtheorie. Das heißt, mit Erklären. Früher hat man sich Systeme oder Evolution so erklärt, dass die zweckgebunden sich entwickelt hat. Und aus dieser Erfahrung heraus, dass sich eine Art wie die Barhufer so einen Luxus leisten, luxurieren können, sozusagen so einen Überschuss entwickeln können, hat man
ein ganz anderes Bild vom System. Das heißt, man kann plötzlich sehen, ein System, ein biologisches System existiert in ihrer Zweckmäßigkeit, nur indem es einen riesen Überschuss produziert. Und das Ähnliche sehen wir in den sozialen Systemen, zum Beispiel in der Kunst. Die Kunst erzeugt, da nennt man den Überschuss dann Sinnüberschuss, Bedeutungsüberschuss. Wir erzeugen Bedeutungsüberschuss. Wenn ich jetzt mein Essay geschrieben habe, dann habe ich mit Worten gearbeitet, so wie ihr mit Worten gearbeitet habt. Ich habe danach mir meine Bilder angesehen und habe gemerkt, mit den Bildern entsteht eine große, große Dimension, kommt dazu. Das heißt, ich hatte schon die letzten 20 Jahre, das sind das Bild aus den letzten 20 Jahren, habe ich einen Bedeutungsüberschuss erzeugen können, den ich jetzt, wenn ich über diese Frage Systemtheorie nachdenke, verwenden kann. Why system theory? Once again, it is bound by its goals or its directives. So, the story of the deer conveys the image of surplus production. It is goal-oriented. It produces what we, in social systems, well, especially in art, would be called for the surplus production of meaning. That is what the image of the deer conveys. So I wrote an essay and I shared it with you all, and that was the work on the word. But as an artist, I also work with images, and these images are products from the last 20 years, and they add a huge colossal dimension to the work on my meaning and in the art. So this is what I can use. Kairos, der dritte Zusammenhang, der mir wichtig ist, damit ich hier einen Boden habe, auf dem ich mich entwickeln kann, auf dem ich etwas hier mit euch entwickeln kann. Kairos, the third aspect, the third relation, the third dimension. I need that one. So we have the first, second, now the third, on which we can build. So I can build something together with you. Und dieser dritte Aspekt ist einer, dass hier Krieg war und dass wir in einer Gegend sind, in der der real existierende Sozialismus verwirklicht worden ist. Man hat ihn versucht zu verwirklichen. Das ist mein Bild für einen real existierenden Sozialismus. And the third is Kairos. The third relation about Kairos is actually this image. We are here at a place where there was a real war, real pain, real death. And it's also a place that considered itself to live in the real existing communism of the time. This is my image of it. Kairos, ich kann das jetzt nicht begründen. Ich kann nur Bilder liefern für diesen Zusammenhang. Meine Bilder waren, als der Krieg in Jugoslawien zu Ende war, dem wir ja sehr nahe waren, und Freunde von uns wie Peter Handke waren sehr involviert in diesen Zusammenhang. Mein Bild war, dass das waren die Bilder bei dem Zusammenfall der Mauer, dass da solche Menschen übergeblieben sind. So these are the images that I see when I see war and the loss of meaning, especially when the wall fell in 1989. This is the legacy. Peter Handke, and he can take away with that. Es hat natürlich mit der Frage auch etwas zu tun, wie weit Systeme wirklich auf Menschen wirken. Auch hierzu will ich nur ein Bild machen und keine Theorie entwickeln. And it begs the question, how systems actually influence or can connect to humans. I'm not going to make a theory. I'm going to show you an image. That is what I do. Und jetzt kommen wir zur zentralen Frage, um die es geht.
zur zentralen Frage. Und das sind zwei Personen, die ich jetzt hier vergleichen möchte. Den Niklas Luhmann, den habe ich als Porträt dargestellt für Sie. The two images I'd like to show you and compare. It's a central question. I've depicted Niklas Luhmann here. Und er hat eine Zipfelmütze auf oder sozusagen eine Mütze. Das ist nicht der Delos da hinten, den er erreichen will, den will er ja nie erreichen. Aber wenn er den absetzt, hat er ein Guckrohr und kann durchschauen. Das heißt, er hat den Beobachter sich aufgesetzt. So, I might struggle with that translation. He has his hat, and this hat is not, it's both a hat, but it serves a double function. It can also be a binocular. So he can kind of look into, take it off his head, and then look through it and observe. So the construction of the observer. Beide sind ja gestorben und den Joseph Beuys habe ich jetzt als Inkarnation dargestellt. Als Inkarnation einer Wüstenhündin. This then is Joseph Beuys and this is a female dog from the Sahara. Female dog, weiblicher Hund, eine Hündin. Weil in der Anthroposophie, wo der Beuys ja herkommt, Reinkarnation eines Mannes immer eine Frau ist oder umgekehrt. Okay. Und jetzt kommen wir zum Vergleich. Zum Vergleich. Wieder habe ich beide als, ich muss mir jetzt zuerst auf die Seite von Beuys stellen und dann stelle ich mich auf die andere Seite. Hier habe ich jetzt Beuys im Gegensatz zu diesen abgemagerten Wüstenhündin, habe ich ihn als ein Meerestier, der sehr viel mit Erde, mit dem Irdischen zu tun hat, der Tonnen auf das Gewicht bringt, Tonnen an Fett. Weil Beuys hatte sehr viel gewusst über diesen Zustand des Fettes und über Filz und über diesen harten Zustand des Tierischseins, tierisch-menschlichseins. Deswegen habe ich den hier da so, ich habe ihn nicht so dargestellt, ich habe ein Bild genommen, das ich hatte und rede jetzt darüber, so als hätte ich es so gemacht. So I depicted Beuys here in a different manner, a different mode. The animal approach, close to the earth, close to the substances of existence. And Beuys was very keen on topics like fat and filth, focusing on the intensity of life in its existence, both for men, for humans and for animals. Und damit sind wir bei und den Niklas Luhmann habe ich so dargestellt wie einen komischen Vogel. Einen komischen Vogel, aber mit einem Pelikanschnabel, weil er viel geschrieben hat. Und auch, wer sich ikonografisch auskennt, ist der Pelikan. Ein Christusbild, weil die Pelikanmutter in der Geschichte, in der alten griechischen Geschichte, sich die Brust aufreißt, um ihre Kinder zu ernähren. So, if this is Beuys, then to the left we have Niklas Luhmann. And I intentionally drew him as a weird bird, and this weird bird then with the mouth of a pelican. Why a pelican? Well, there are a couple of reasons. One is he wrote so much and spoke so much. The other one is it's actually a depiction of Christ in the old Christianity. And the story goes back to ancient Greece, where in the Greek mythology, the mother pelican would actually tear up her own breast and thereby feed the offspring.
Das Entscheidende jetzt ist nicht diese Charakteristik, die ist auch natürlich interessant, sondern ist der Punkt. Ist der Punkt, wo Josef Beuys den Niklas Luhmann küsst, aber eigentlich sieht es so aus, als würde hier Niklas Luhmann Beuys küssen. Das heißt, dieser Punkt ist der entscheidende Punkt. Und wir werden nicht viel rumrätseln, sondern ihn gleich nennen. Der entscheidende Punkt heißt der erweiterte Kunstbegriff. Jeder Mensch ist ein Künstler. So, the most important spot on this image is right in the center. And it is the kiss. And who kisses who? And it looks like Beuys kisses Luhmann, but it's actually Luhmann kissing Beuys. And we're not gonna talk or mess around. No. The point, the connection is the extended definition of art. The extended definition of art means every human being is an artist. Der Satz, jeder Mensch ist ein Künstler, ist natürlich auf einer Luhmann-Konferenz eine, wie soll man sagen, Heresie eigentlich, weil es viele Missverständnisse beinhaltet, die man gleich vorher klären muss. Well, to use the expression of every human being is an artist is kind of a weird thing to say at a Romanian conference. Let's make things clear right away. Right away, yeah. It's not, I've gone this side, both sides. Es ist keine anthropologische Aussage. Jeder Mensch ist ein Künstler, ist keine anthropologische Aussage, das behaupte ich mal, ich versuche es dann auch zu erklären. Als erstes, jeder Mensch ist ein Künstler, ist auch keine idealistisch-philosophische Aussage, wie sie in den Briefen von Schiller formuliert sind, die an euren Fürstensohn nach Dänemark geschickt worden sind und von dem her unsere Bildung entstanden ist, Gymnasien, Propedeutikum bei euch immer noch verwendet in Witten, aus dieser Tradition heraus. Das ist es nicht. Es ist nicht dieser idealistische Begriff, den Friedrich Schiller entwickelt hat. Ich behaupte es mal so, aber ich versuche es dann auch zu erklären. Ja. So, I'll make a standpoint here, I'll declare something, and I'll argue for that later on. Well, it's kind of a heresy to bring this into the this audience. But it is not an anthropological expression. This is not what I intend to do. It is not the tradition of Schiller. Schiller writing to the kingly court in Denmark, and by that kicking off a process of developing a... the education system, educational tradition in Northern Europe. That, it's not that. Es ist keine anthropologische Annahme, weil dieser Satz, jeder Mensch ein Künstler ist, nur in einer ganz bestimmten historischen Situation möglich war. Von daher ist es keine Aussage, wo irgendjemand eine Aussage macht, er hat jetzt erkannt, wie ursprünglich der Mensch ist. This is not an expression of... transcendent historical notion. It can only be said at a very given, a very certain time, and in a very certain space. The extended definition of art, that every human being is an artist. Und der Zeitpunkt, bei dem eigentlich diese Frage des erweiterten Kunstbegriffs beginnt, ist nicht Josef Beuys, sondern ist Marcel Duchamp mit dem berühmten Bissbecken mit den Urinoir. Und ein kurzer Ausflug, um das zu erklären, lohnt sich. Das Bissbecken hatte Marcel Duchamp nicht ausgestellt, um zu provozieren. Es hat provoziert, es war nicht um zu provozieren. Ich muss jetzt ein bisschen ausholen. Er hat es verwendet, weil sein Bruder Villon Duchamp, ein berühmter Bildhauer in Frankreich war, und der hat abstrakte Gebilde, Bronzegebilde gemacht mit runden, schönen Formen. Und sein älterer Bruder, irrsinnig gescheit, sophisticated, bester Schachspieler und hat sofort immer alles überrissen, wo irgendetwas passiert. Sein älterer Bruder wollte ihm zeigen,
jedes Industrieprodukt macht das, was du als spezieller Künstler machst. Okay. It was actually not Joseph Beuys who kind of invented the notion of figure out the notion of every human being is an artist. It goes back to Duchamp, and he at one point showed a urinal, and this urinal has a background. And I'm just doing it a wider argument here. So Duchamp had two elder brothers. The one brother. The older brother was an art and sculpture. A sculpture. He would make wonderful, beautiful sculptures, but he would also be a world-renowned player of chess. And he would argue that every product that an artist can make, the industry can make too. You can make it do it. Chess is your... Chess. Oh, yes, sorry. Not jazz. Sorry, yeah, okay. Fine. Okay, ja, sehr gut. Ja. Dieser erweiterte Kunstbegriff hat nach dem Krieg, nach dem Zweiten Weltkrieg, große Auswirkungen gehabt, und haben eigentlich alle Künstler erlebt. Und er hat bedeutet, dass die Kunst nicht mehr eine spezielle Disziplin ist. Dass Kunst nicht mehr das ist, was jemand, weil jemand zeichnen kann, weil jemand malen kann, weil jemand dichten kann, sondern Kunst ist etwas Spezielles, ein neuer Begriff, der aufgetaucht ist und der unabhängig von allen Disziplinen ist. Wir haben diese Frage schon mal hier auch gehört, ja, in anderer Weise. So, it emerges after the Second World War. And before that, artist meant that you were perfect in drawing, you were a master of drawing, some technicalities. But after the Second World War, it discarded the discipline, it became a new concept, a new idea of what art actually is, transcending the disciplines. Ist nur mir so heiß oder euch auch? Müssen wir da ein bisschen... Sie hat das ausgemacht, glaube ich. Also, es zieht. Können wir es wieder anmachen? Ja, bitte. Ja, ich kann es nicht. Und dann wieder aus einfach, oder? Ja? Immer aus. Ja. Das dritte Argument, wieso der erweiterte Kunstbegriff keine anthropologische Annahme ist, hat Beuys mit seinen Arbeiten selbst gegeben. Wenn wir uns seine Arbeit, die 7000 Eichen, anschauen, da ist diese Arbeit, die 7000 Eichen in Kassel. Ich glaube, ich brauche nur das Wort zu nennen und die meisten wissen, um was es sich dabei handelt. Er hat da 7000 Eichen gepflanzt neben jeder Eiche am Baum. Die ist ein autonomes, absolut autonomes Kunstwerk. Ist aber gleichzeitig ein absolut autonomes Organisationsmodell, dass die gesamte Organisation der Stadtverwaltung völlig verändert hat. Vorher hat es 4 Wochen gebraucht oder 3 Monate, bis man einen Baum pflanzen konnte, dann auch 3 Tage, wenn man einen Baum pflanzen wollte. Es hat die gesamte Struktur. Es hat aber auch eine Veränderung, es hat Vorschlag in dem wirtschaftlichen und im Bereich, wie man mit Geld umgeht. Er hatte den Stein, der neben jeder Eiche war, hat er 7000 Mal gehabt und hat den auf den Hauptplatz in Kassel geworfen. Und immer wenn ein Baum gepflanzt worden ist, ist der Stein weggebracht worden. Und das war natürlich ein Schandmal. Und so konnte er immer argumentieren, wenn wir genug Bäume haben, wenn wir mehrere Bäume, wenn ihr Bäume kauft sozusagen, für 500 Mark, dann wird ein Baum gepflanzt. Das heißt, er hat sozusagen auch Mobile entwickelt, das sich auch im Wirtschaftsbereich eine ganz eigene Dimension entwickelt hat. Er ist nicht der einzige Künstler. Christo hat das auch können und machen können. Das heißt, auf der einen Seite autonomes Kunstwerk, auf der anderen Seite Organisationsform, auf der anderen Seite politische Auswirkungen, aber auch wirtschaftliche Veränderung. Ja. I'm going to describe to you a very specific piece of art, and it was in some sense revolutionary, but it also strengthens my argument that the extended definition of art is not anthropological. In Kassel, it's a German city,
there is an art, a piece of art, that was completely and absolutely autonomous. The artist took 7,000 stones and put them in the center square of Kassel. And if this horrible situation should be remedied, then every stone would then be taken out somewhere into the city and you would plant a tree. So the whole of the organization of the city of Kassel have suddenly changed their mode of operation because they wanted to get these stones away and they were annoying and irritating and producing all kinds of issues for them. So it's very simple. The art grew by in its autonomy by the organization reacting directly to it. And one very direct effect was that it usually would take 3 months for the city council to decide where and how and what kind of oak to be planted. And after through the process of this autonomous art, it got down to 3 days. And the stone and the oak tree will also be placed side by side. So that is the result of this wonderful work. So it had implications in art, it had implications on the mode of organizing the city, and it also had political and economic implications. Weil du bist so gut. Wahnsinn. Toll. Danke, danke. Super. Das ist ja erfreulich, weil das ist ja Vertrauen. Ich muss ja ihm vertrauen, dass er sozusagen das so transportiert. Is making me compliment. Thank you. That translation means to have trust in another, and that is what he's actually experiencing. Yeah. Ich wandere jetzt von der Boy-Seite zur Luhmann-Seite herüber und da wird es ja scheinbar etwas schwieriger, weil ein Theoretiker, der den Menschen nicht vorkommen lässt, sondern nur eine System, sozusagen nur Operationen hat, Grenzen hat von Systeme, Innenräume, den Innenbereich des Systems, der Umwelt, das Verhältnis zwischen dem. Passt natürlich jeder Mensch ein Künstler gar nicht. Well, and then there's a challenge. Let me go over to the Romanian side, to the Luhmann side, and I show you this book. And in this book, how does it relate to art? How can a theory that uses notions of system and environment throws the human out of the bathtub, at least that's what some argue, and art liaises and so on, it doesn't really work. So what am I doing? Steffen meinte ja, das wäre nicht so gut, das Buch. Aber vielleicht ist die Kunst einfach so schwierig. Und ich glaube, meine Auffassung ist, dass es 2, 3 Werke bei Luhmann gibt, das Buch über Liebe und das Buch über Kunst oder Themen gibt, wo er sich rangewagt hatte und sich richtig schwer angestrengt hat, seine Systemtheorie mit dem in Verbindung zu bringen. Oder beziehungsweise sie so zu überprüfen, deswegen ist es auch am Ende seines Werkschaffens entstanden, Kunst der Gesellschaft, weil man darin merkt, dass er die ganze Systemtheorie, die Konstruktion schon hat und jetzt verzweifelt an dem System der Kunst eigentlich und immer wieder neu ansetzen muss, um mit dem zurechtzukommen, weil der binäre Code nicht zu finden ist. Well, Luhmannian system theory is fascinating, and I showed you this book, The Art of Society, Art as a Social System, Steffen has mentioned that he doesn't really think this book is very good, or it might be less good than that, and I counter, well, the books on love, the book on art, and maybe a third one, is a sort of very intriguing part of reading Luhmann, as he already had this cathedral of theory, and with his notions, ideas on system structure and couplings, he went for another system, tried to identify it, and he always
he was verzweifelt, and he was desperate, because it didn't really work, and he always had to start over again and again and again. And especially in the case of art, he couldn't find the binary code. Er fand alles, er fand die Operationsformen dazu, er fand das ganze System, das hat er alles belegen können und fand es, heißt ja, Luhmann ist ja sehr genau in der Geschichte, das heißt, er hat ja genaue Schichtskenntnisse und viele, viele Texte dazu gelesen und verglichen und andere eben Autoren durch die Jahrhunderte, durch wie weit die Aussagen getroffen haben, die dieser Theorie entsprechen. So, you look for all the other aspects in development, evolution of the art system, and he found everything except for the code. And he was very thorough in his work, so he was comparing other authors, other theoreticians in past and present to find and look for and grasp what art was all about. Okay, und jetzt mache ich es schnell, weil sonst wird es einfach zu viel. Oder fasse es zusammen. Die Frage ist ja, was hat das mit dem erweiterten Kunstbegriff zu tun? Die Problematik ist nur, es ist eigentlich ganz einfach. Wenn man das versucht, was er hier dem der Kunst als System zuweist, erstens das Primat der Wahrnehmung, das zweitens, dass der Künstler oder die Kunst darüber verfügt, wenn sie einen Marktspace setzt, dass sie darüber verfügt, auch eine Ahnung zu haben, was sie damit tut im Anmarktspace. Daran arbeitet. Das heißt, diese Form, diese Markt- und Anmarktspace und die Frage des Beobachters, des Beobachters, des Beobachters, das heißt dessen, wie die Kunst sich selbst über den Bühnenvorgang, über den Auftritt mit in die Aufführung mit hineinnimmt, bei Shakespeare und so weiter, da bringt er eigentlich alles das oder sehr viel von dem, was man sagen kann, das ist eigentlich die Fähigkeit eines Künstlers in der modernen Zeit. Das heißt, wenn wir diese Operationen übersetzen in Fähigkeiten von Künstlern, dann finden wir sehr, sehr viel von dem, was ein moderner Künstler braucht. I'm going to shorten it a bit. In this book, in the Romanian reading of the emergence of art and the art of the social system, he first and foremost identifies the primacy of sensing or the primacy of experience, of Wahrnehmung. And the second part is that artists, contemporary artists, they have the not only the inclination, but this is what they do. They do something, they mark a space, but they also have an inclination or an idea and a sense of what's going on and what they want to do with the unmarked space. And finally, it's about the construction of a scene. So it's the observation of the observer, or the triple observation, making the circular movement complete throughout the scene. Construction of self-referentiality, and you can see that in Shakespeare and from there on. Das sind, er weist ja darauf hin, dass gerade die Romantik und der Begriff der romantischen Ironie, den nicht nur er geprägt hat, Sir Franzke hat ihn auch geprägt oder ausgeführt, die romantische Ironie, diese Selbstdistanzierung, die in der Romantik entwickelt worden ist, diese Religion, Kunst als Religion, die in der Romantik entwickelt worden ist, über die Romantik aber selber gelacht haben oder selber lachen konnten, dass das diese große Fähigkeit ist, den Beobachter in das Kunstwerk mit hineinzubringen und den Beobachter des Beobachters in das Kunstwerk mit hineinzubringen. So it's an irony of the romantic irony, where the romanticists developed the irony, but also it could be ironic about the development of their own irony. They call it Selbstdistanzierung, the distancing from oneself, and they could make irony about art as a religion, something that really was powerful at that time, and the ironic about. So sind wir eigentlich an dem Punkt, haben wir die zwei verglichen. Man könnte nicht hergehen und sagen,
dass, wenn man das jetzt alles personalisiert, die Operationen, die er hier vorstellt, dann hätte man einen Künstler, aber ist annähernd etwas davon schon da. Mir fehlen noch viele Punkte und in meine Kritik an Luhmann habe ich die auch immer wieder eingebracht, dass die fehlen. Aber man kann schon sagen, dass dieser erweiterte Kunstbegriff eigentlich hier in einer ganz anderen Weise, nämlich operativ und systemtheoretisch, auch sehr gut gefasst ist. Auch wenn er nicht den Menschen nennt, aber er nennt die Fähigkeiten, die man braucht. Und damit sind wir bei einer ähnlichen Frage wie in der Wissenschaft, wie die Wissenschaftstheorie im Verhältnis zur Systemtheorie steht und so weiter. So, actually, when you read Kunstgesellschaft, Luhmann was actually quite right, and he identified many of the criteria or competences that contemporary artists need to be able to perform. You will not become an artist because you're a practicing artist because you read the book, but he identified much of what is needed. And you can actually find it in this extended definition of art that every human being is an artist. And this links very much back to some of the issues that we have in science today, with the problem of epistemology and the science of what can we see, what can we not see. Der Popanz ist ein deutsches Wort und heißt eine aufgeblasene Figur, heißt ein am Jahrmarkt ein Prügelknabe, den man haut, ist eine aufgeblasene Figur, gleichzeitig Prügelknabe. Und in Englisch haben wir uns gesucht, ja? Ja, so there is a German word called Popanz, and it is mostly prominent in the southern part of Germany. The English translation would be a boogaboo. Someone is preposterous and goes around in a fair, a trade show, and you can also beat him a bit around because it's all show and no substance. Ich versuche darzustellen, dass der erweiterte Kunstbegriff sich in einer Weise entwickelt hat oder vorgestellt hat in seinem Gegenbild. Und den nenne ich den Popanz. So I'm looking at the extended definition of art in its opposition. And I call the opposition Popanz, the boogaboo. Okay, dann machen wir das. Dann machen wir das. Seit Ronald Reagan, seit Berlusconi, seit unserem Kanzler Kurz, seit Margaret Thatcher, seit wir könnten hier sehr viele Figuren nennen und jetzt natürlich besonders seit Zelensky, Volodymyr Zelensky, haben wir ein Phänomen, dass der erweiterte Kunstbegriff sich wirklich verwirklicht hat. Das waren alles Künstler. Ja, wortwörtlich. Ich meine, Zelensky ist ein ausgebildeter Kabarettist, so wie ich ein ausgebildeter Karikaturist bin. Wir sind Kollegen, er und ich. Beste Kollegen. Wir wissen, wie wir die Leute karikieren können, wie wir sie, wie wir sozusagen mit den Medien umgehen können, die Medien, wie wir überzeichnen können und mit dem Überzeichnen sehr viel anrichten können oder auch nicht. Oder darüber dann nur lachen können. Wieso habe ich jetzt die zwei hier gegenübergestellt, die wir hier kennen? Das sollte Putin sein, das eine. Ich weiß nicht, ob Sie ihn erkannt haben. Und dann noch einmal gehen wir die Runde jetzt mit Putin und die zwei. Die sind auch beide Künstler. Weil was ist ein Agent anderes wie ein Künstler? Der im Geheimdienst ausgebildet worden ist, der lernt ja nichts anderes als wie das, was ein guter Schauspieler lernt. Wie kann ich den anderen etwas vormachen, sodass es glaubwürdig ist? Damit ich dafür mit den Lügen, mit dem Betrügen, mit dem Theater, das ich da aufführe, das so ist, dass man eigentlich nur mehr Wirklichkeit hat. Wirklichkeit, wie kann ich damit umgehen? Das heißt, ein Bereich, ja, Entschuldigung.
Thatcher, Reagan, Berlusconi, Zelensky. They all represent art. They are artists in their own right. They were trained artists. Zelensky was a trained cabaretist, like I am a trained caricaturist. We are colleagues in the field. And what we can do in caricature in the cabaret is to draw lines even stronger, even more direct, and make things clear to people that they are there. And then I showed you Putin. Putin was a trained spy, a deceiver. So he too is nothing else but an artist. He wants to make you, he is trained to make himself trustworthy. He's trained to make you confident, believe in what he's saying and doing in his performance. Ich habe meine Zeichnungen daraufhin als ich diese Idee hatte mit dem Gegenbild, dass der erweiterte Kunstbegriff nicht sich wie ein Ideal verwirklicht und ich schaue mir dann an, wo sind die tollen Projekte, die soziale Skulpturen machen, sondern ich schaue mir an, dass der erweiterte Kunstbegriff ein diagnostischer Begriff ist für die soziale Situation und dass wir in einer Zeit leben, in der Mediokratie herrscht, eine Verquickung, eine Verbindung von Medien, von Politik und eine Verpappung, habe ich die mal genannt in einer Diskussion, eine Verpappung von den Zweien. Und dann habe ich mir daraufhin meine Zeichnungen angesehen und habe gemerkt, ich habe das alles schon gezeichnet. Ich habe die, habe ganz viele Popanze gezeichnet. So, when I talk about the extended definition of art, I'm not thinking about the definition and how to work with it. I could have gone out and looked for the very best projects, the very best exhibitions, but that's not my style. I actually consider it a notion of the dichotomies. And I have we live in a time of democracy, of a linkage of politics and mass media and social media. And thus, I came to look at my pictures and my artwork that I've done for throughout the years, and I actually came to see I've drawn this many times before, in the past, and I call them Popanz. Und da sieht man, da kann man wirklich sehen, wie ein Popanz sich entwickelt aus einem ehemaligen Engel. Das heißt, wie er die Engel plötzlich verliert oder sich verändert. Und da kommen wir auf dieses alte Bild zurück, dass das, woher das kommt, dass sozusagen das Negative oder das Böse hat man ja als gefallene Engel dargestellt. So it started, you can see the development of the Bopanz started as an angel and the angel transformed into the Bopanz. That's the development. Da kommen wir noch drauf. Zurück zum Beobachter, der auch ein Negativbild ist. Ich habe hier ein Bild, das ein Bildmotiv, das habe ich sehr, sehr früh, schon lange, ich weiß nicht wann das war, na 14, so lange ist nicht her, entwickelt. Und ich habe damals nicht gewusst, please, setzt euch hier. Dankeschön. Das ist der Beobachter heutzutage. Wo sitzen die? Auf Kaminen drauf. Auf dem Kamin sitzt der Beobachter. Ja. This is the observer and we are sitting on the chimneys in the houses. See it here, back, drawing back from 2014. Das Problem, dass der Beobachter nicht sieht, wo er eigentlich steht drauf, auf welchem Punkt er steht. Hier ist es sogar schwarz geworden von den Ausstößen des Kamins. Es symbolisiert vielleicht sehr gut unsere Situation, wenn wir auf Umweltfragen sehen, wie viel wir davon nicht sehen. Das heißt, wie wir meinen, wir könnten Waffen nach Ukraine, wie meint man, kann Waffen in die Ukraine führen und der grüne Politiker sein, obwohl und gleichzeitig
den Ausstoß von Autos reduzieren wollen. So, this actually reflects very much on contemporary politics. So, and observers. So we see it on the chimney, and we might get completely black by all the smoke that they expel. And as a comment on contemporary politics, well, politicians might consider themselves very proud and morally superior by sending weapons to Ukraine, and at the same time decide to reduce the carbon footprint of cars by supporting the. Okay, ein anderes Bild, was ich. Ja? Okay. Wie viel haben wir noch? Wir haben jetzt eine Stunde schon gemacht. Ah, okay. Na, das zeige ich gut. Ihr habt hier soziale Medien gezeigt, mein Bild für soziale Medien. Und habe darüber gesprochen. Das wäre ein Bild für eure Sachen. So kommen wir zum letzten Punkt. Last point. Beim Durchsehen meiner Zeichnungen fand ich diese Bilder. Und fragte mich dann, ist das ein Popanz? Und ich frage euch das auch. Sind das Popanze oder ist das was anderes? So the question is this a Popanz or is it something else? And it's a question for you. Ich lasse euch aber nicht damit alleine. I won't leave alone with you. With this, yeah. In der romanischen Kirche haben wir an den Außenseiten am Eingang immer meistens Abwehrtiere, auf denen dann die Kirchenväter stehen, weil sie diese Naturreligionen beherrscht haben. Ich habe die jetzt umgewandelt in Kinder, die Kirchenväter, und die Tiere in Ratten und solche Sachen habe ich verwandelt dazu. Und vor den ägyptischen Tempeln standen Sphinxe mit diesem zweideutigen Lächeln, das auch das Lächeln der Mona Lisa ist. Das geht auf die Sphinxe zurück. So in the Romanian period and the Romanian churches, you very often at your entrance have wild animals, wild beasts that are protecting the church, and on top of them riding or seated the church fathers of the old times. And it actually is very closely linked to what we saw in Egypt, where they in the front of the temple would have a sphinx. A very lightly marked smile. And the smile, we actually know the smile, everybody knows the smile, because it's the same smile the Sphinx had that Mona Lisa has. Und damit sind wir auch beim letzten Aspekt. Diese Sphinxe machen eigentlich deutlich, oder sollten deutlich machen, und die Tiere vor der Kirche, dass wenn ich in einen geheiligten Bezirk eindringe, dass ich darauf vorbereitet sein muss, dass mich Schreckliches begegnen wird. Dieses Wissen haben die Naturwissenschaften übernommen, indem sie Latein gelernt haben und man nur Latein in die Universität reinkommen konnten. Die Politik hatte da andere Methoden der Abwehr. Aber das heißt, bin zu einem Schluss gekommen, das ist kein Popanz. Das ist eigentlich ein Bild der Macht. Und dieses Lächeln ist mir dann aufgefallen bei einer Zeichnung, die ich gemacht habe. Ich glaube, Sie erkennen ihn. Das ist Herr Olaf Scholz. Herr Olaf Scholz hat fast das gleiche Lächeln wie der Löwe hier. Und Herr Olaf Scholz hat ja die gleiche Ironie. Da kann einer Journalistin dann sagen, wenn sie ihn fragt, wie sieht es mit der Wiederbewaffnung von Deutschland aus, was haben Sie dazu beschlossen oder beraten, dann lehnt er sich zurück und sagt wie ein Hamburger Senator, ich könnte Ihnen das schon sagen, aber ich sag's Ihnen nicht. The image I was showing you is the current German Chancellor from Northern Germany, Olaf Scholz, and he has exactly the same smile. As the Sphinx and the Mona Lisa. And remember that this smile and the animals marked that you were entering into the church, temple, that is a dangerous territory.
And so the story goes with Olaf Scholz, and I looked at my own drawings and found this smile when I drew Olaf on an older drawing of Olaf Scholz. So only Olaf Scholz can do the following in a press conference. A journalist can ask, dear Chancellor of Germany, how is it about the re-strengthening of the German army, the German Bundeswehr? And Olaf Scholz can lean back, have his smirky smile on, like a Sphinx, like a Pope, say, huh, I could tell you, but I won't. Thank you, Sam. Yeah. Er war sehr super. Ja, danke, danke. Danke.